Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Death Stranding. Für mich ist ein bisschen Zeit vergangen zu der letzten Episode. Und bin jetzt mal wieder rein und wir haben jetzt nur noch einen Auftrag. Und zwar müssen wir ja hier Portnot City mit dem chiralen Netzwerk hier verbinden. Ich habe schon mal eine Route gemacht. Die geht da hier so rauf und da hat sie auch Schilder. Nach dem Motto hier nach oben, hier vor dem Zeitregenschützen. Dann hat es hier noch... Zielmarkierung. Und dann schaue ich mal, dass wir hier drüber kommen oder alternativ hier rüber. Ich glaube, da könnte man eventuell mit dem Fahrzeug fahren. Hier dann so runter. Müssen wir schauen. B8. Oder bleibt dran. Ja, also entweder wir gehen hier rauf oder halt hier unten. Aber irgendwie will ich da halt gerne mit dem Fahrzeug fahren, weil das beladen ist mit dieser Hilfslieferung. Naja. Okay, fahren wir mal. Wird schon schief gehen. Oh, wir haben ja Gott sei Dank hier Brücken. Vielen lieben Dank, andere Spieler. Ja, hier vielleicht jetzt nicht ganz so schnell. Ich bin echt so froh, dass wir jetzt nicht mehr gehen müssen. Zumindest ein Teil nicht mehr. Ja, so ein Geländebuggy wäre jetzt hier nicht schlecht. Ah, da kommt der Zeitregen. Das war ja klar. Du schaffst es. Was ist... Ach so, ja. Komm, möchtest du mal fahren? Angehört. Irgendwie. Ja, ich weiß. Moment, fahr mir da gerade direkt darauf zu. Der ist gerade da hinten. Scheiße. Okay, wir fahren mal da rauf. Was überraschenderweise funktioniert. Na komm. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Oh, 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 fuck, 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 fuck. Stell weg hier. Nein, 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 nein. Oh, scheiße. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Lass mich los. Alter, komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Abschütteln, abschütteln. Komm, 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 komm. Fuck, 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 komm. Schnell weg hier. Weg, 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 weg. Ja, natürlich, da vorne ist der nächste. Oh, fuck my life. Nein, 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 Alter. Nein! Komm! Alter, lasst mich in Ruhe! Nein! Scheiße! Ja, toll, jetzt bringst du mich zu dem Boss. Ja, nein. Kannst mich warten. Komm, 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 komm. Ah, komm, komm. Allah, nein! Allah! Ich muss hier weg! Lauf, 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 lauf! Scheiße, 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 scheiße! Ganz schlechter Zeitpunkt zum Liken hier!
Alter, komm. Ich muss hier weg. Ah, so eine Kacke. Von meinem Auto. Das ist eine gute Idee darunter. Komm. Alter, wie weit denn noch? Komm. Komm, lauf. Lass mich in Ruhe. So eine Scheiße. Alter, komm. Yes. Komm. Lauf. Oh Mann, da werde ich ja mit dem Fahrzeug ja nie durchkommen. Komm. Komm jetzt. Geh, verdammte Scheiße. Geh doch auf. Kommst du hierher? Oh, komm. Geh, verdammt doch mal. Oh, da ist Ende. Geh. Nein, lass mich mal in Ruhe. Alter. Alter. Das war ja mal für den Arsch. Ah, toll. Kryptobioten essen. Haben wir da überhaupt? Ah ja. Na? Hey, warum nicht? Hallo. Sag mal, hast du jetzt Essen? Macht irgendwie nicht. Egal. Ab zum Fahrzeug. Es war so klar, dass das natürlich nicht einfach wird. Aber ich glaube, so ein Energy Drink wäre mal nicht schlecht. So, 65 Meter, 60. Schauen wir mal ganz kurz auf der Karte, wo wir sind. Okay. Rücken tragen. Natürlich alles steht am Arsch. Und sowas vergessen? Ja, das hier. Okay, Frachtmenü. Können wir das mal automatisch anordnen? Danke. Wobei, du laden auf Freewheeler. Okay, ich glaube, das passt jetzt erstmal. Nein, bitte speichern. Was, ich habe nicht genügend Gegenstände? Oder weil ich auf dem... Hä? Willst du mich verarschen? Aufträge. Anzahl mitgeführter Fahrzeuge 0? Sind die jetzt alle kaputt? Nee, oder? Pracht. Sag mir das bitte nochmal. Warum zeigst du mir jetzt das vom Freewheeler nicht an?
Okay, machen wir das nochmal. Hilfspaket. Schaden 0. Ich denke mal, das passt schon. Also, Fahrzeug benutzen. Fahren wir mal hier rauf. So gut es geht. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr verbunden bin. Opfer hier rüber. Yes. Sehr gut. Haben wir hier gleich eine gute Aussicht. Okay, da unten ist Port North City. Wie kommen wir da jetzt am besten runter? Yeah, kriegen wir dann Content ID Strike. Hab ich im letzten Song auch schon bekommen. Frag mich halt, ob ich denn nicht mal solche Musik nicht mal sag gleich abschalte. Soll ich Resine mitnehmen? Nee. Das ist ja ganz schön groß. Ja, bin jetzt gar nicht die Route gefahren, die ich eigentlich fahren wollte. Aber solange ich ans Ziel komme. Schöner Song. Ach so, ja. Das wäre die geplante Route gewesen. Ja. Gut, dass wir das nicht gefahren sind. So, gib mal Gas. So, rein in die gute Stube hier. Dankeschön. So, absteigen. Sehr gut. So, dann, ich hätte da mal das hier. Da sagt er, jetzt ist wieder alles da. Was ist bereit für die Lieferung? Der Auftrag kann abgeschlossen werden. Ja, dann mach. Bisschen an Schaden hat es ja schon. Okay. Neue Audiodateien. Weiter geht's. Also bist du hier, um uns ins Chiral-Zeitalter zu katapultieren? Ja. Ist das okay? Dann leg mal los, Mann. Darauf warten wir schon seit Ewigkeiten. Das ist jedes Mal ziemlich schräg, wenn das passiert. Okay. Fast die Hälfte. Oi. Gut, sehr Mitglied hinzugefügt. Neue Interviewdaten. Alles klar. Oha. Ja. Warte. Was denn? Wo hast du das her? Was? Er sieht aus wie meiner.
Wo hast du den her, verdammt? Hä? Kann ich wirklich nicht sagen. Aber der kleine Typ kommt mit einer Kapsel, wenn du es genau wissen willst. Und woher hast du die Kapsel? Igor, von der Leichenentsorgung. Mein kleiner Bruder. Was? Er hat dir einfach einen von ihnen gegeben? Warum? Ich war mit ihm dort, am Ende. Wir transportierten eine Leiche. Es ging alles schief. Überall war ein Gedächtnis. Einer von ihnen packte ihn. Also sagte er, ich soll sie nehmen und weglaufen. Ist das so? Also, wer bist du? Du überlebst so eine Katastrophe und machst dann weiter die gleiche Arbeit? Okay. Ich schätze, das war wohl zu erwarten. Pass gut auf das kleine Kerlchen auf. Er gehört zur Expedition, zu dir. Okay. Das hier solltest du wohl lieber mitnehmen. Mir fällt niemand ein, der es mehr bräuchte. Oh, und was genau kriegen wir da? Blutgranaten. Eine Granate mit starker Wirkung gegen GDs. Während des Ziehens wird sehr Blut eine Granate übertragen. Wenn sie geworfen, explodiert sie beim Aufprall. Wenn Blutbeutel ausgerüstet sind, werden sie zuerst geleert. Die Granate kann Sam sehr viel Blut entziehen, also sei vorsichtig. Aha. Das mit der Granate sollte man ja eh mal ausprobieren. Blutbeutel. Stützungsskelett, haben wir das eigentlich an? Ah, laut nach dem Braten. Das haben wir schon an. So, automatisch anordnen. Und los geht's. Sam, du hast es geschafft. Port Nord City ist wieder am Netz. Diese Menschen sind Teil der UCA. Ihre Daten ergänzen unser Wissen. Mit ausreichend Zeit und genügend chiralen Druckern können sie Schiffe bauen. Und irgendwann erobern wir die Gewässer zurück, weil du vorangegangen bist. Auch wenn dein Handeln nicht nur gute Folgen hat. Jede Stadt, die den UCA beitritt, wird ein größeres Ziel für die Terroristen. Aber wir müssen die Gefahren akzeptieren und weitermachen. Der Rest Amerikas wartet, Sam. Er wartet darauf, dass du den ersten Schritt tust und ihn ans chirale Netzwerk anschließt. Du kannst sie erreichen. Vereinige uns wieder. Danke. Eine neue Stadt für die UCA, hm? Du willst also über den See und weiter nach Westen? Ja. Haben wir ein Boot? Da musst du dich gedulden. Die Terroristen haben alle Bridges-Boote zerstört. Das einzige Schiff in der Stadt gehört einer Lieferfirma. Lieferfirma? Sag jetzt nicht. A Fragile Express. Ganz genau. Hab schon mit ihrem Vertreter geredet. Ich lasse einige der Vorräte, die du uns gebracht hast, auf das Schiff verladen. Die Leute in Lake Nord werden sich bestimmt freuen, dass ihr Hafen angelaufen wird. Dürfte eine Weile her sein. Begib dich zum Hafen, wenn du bereit bist. Er liegt direkt am Verteilerzentrum. Keine Sorge, in Port Nord regnet es nie. Ruh dich ruhig in deinem Raum aus, bevor du aufbrichst. Okay, dann geht's jetzt mit dem Schiff wohl weiter. Okay, er geht wirklich aktiv runter. Das können wir aber überspringen. Ich meine, die Szene ist jedes Mal das gleiche. Na komm, du schaffst es. Okay, wir haben wieder Blut. So, überspringen. Weiß nicht, ich will die E-Mails eigentlich nicht lesen. Wir gehen jetzt noch einmal duschen. Bringen wir wieder Boni. Überspringen. Muss ich jetzt nicht sehen. Ich hab gesagt, überspringen.
Warum muss ich da mehrmals überspringen sagen? So. Wartenraum verlassen. Los geht's. Sieh mal, ein Astronaut. Die Menschheit kommt überall hin. Sogar ins Weltall. Schon bald bist du da raus. Und sobald das alles vorbei ist, bringe ich dich an jeden Ort, an den du willst. Tja, der Plan hat nicht so gut funktioniert. Aber es ist auch noch nicht zu spät. So, ich will mir die Karte ganz kurz anschauen. Da hat es wieder die Dinger hier. Online-Generator, Online-Brücke. Was haben wir hier? Mit Motorrad überquerbar. Ja, das ist eh das, wo wir hier da gefahren sind. Alles klar, und ein paar Leute sind halt wirklich hier rauf. Was ist das hier? Wachturm. Okay. Oh. War das da, wo der Unfall passiert ist? Okay, wir müssen... Was hat's hier noch alles? Tiefer Fluss. So müde. Nike bekommen Likes. Okay. Ja, also, so wie es aussieht, nicht rein. Wir können uns mal den ganzen Hafen hier anschauen. Okay, warum haben wir wieder so viel Zeugs hier drin? So, Terminal bitte aktivieren. Aufträge, das geht gar nicht. Material nehmen, Gemeinschaftskosten, privater Spind auf dem Rücken. Also du... So viele Granaten brauche ich nicht. Ich denke mal zwei reichen Blutgranate, Blutgranate, Messegewehr, Zuspiel, Leiter. Auch weg. Ich denke mal, zwei Leitern passen. Blutbeutel nehmen wir auch mal einen weg. Okay. Automatisch anordnen und fertig. Wir reisen leicht. Aber was nicht schlecht wäre, ist, wenn wir mal unser Fahrzeug aufladen könnten. Was ist jetzt? Mein Name ist Higgs, benannt nach dem Gottesteilchen, das die gesamte Existenz durchdringt. Ah, du hast ihn also in diese Sache hineingezogen. Voller Blut, aber aufrecht. Bridget Strand ist tot. Amerikas letzte Präsidentin, tot und verbrannt.
Oh, und jetzt soll das Mädchen Mamis Platz einnehmen. Tja, das wird nichts. Sie ist nicht für die Politik gemacht, oder? Aber keine Sorge, ich finde sie. Und ich passe gut auf sie auf. Weißt du, ich habe das wahre Wesen des gestrandeten Todes erfasst. Oh, es gibt so viel, das ihr nicht wisst. Das Mädchen zum Beispiel, sie ist nicht so wie wir. Dooms ist nicht ihr Ding. Ihr Ding ist eher die weltweite Zerstörung. Eine Extinktionsentität. Oh, ohne die Hand geben zu können, ist es schwer, Verbindungen zu knüpfen. Zum Glück habe ich eine gute Verbindung zur anderen Seite. Und du bist keine Brücke. Aber ich bin mit allem verbunden. Mit dieser Welt, jener Welt und unserem süßen kleinen Todesengel. Es braucht nur einen kleinen Meeressturz, um uns alle ins Jenseits zu befördern. Also, wie sieht's aus? Bist du die Maloche nicht langsam leid? Hast du nicht die ganze Zeit hierauf gewartet? Ein Game Over. Alter, was für eine Scheiße geht denn hier ab? Und wer ist der Typ? Kann ich hier weglaufen? Bitte, danke. Vorsicht, Sam. Unseren Schadensberechnungen zufolge würde ein einziger Leeressturz Portnord City auslöschen. Ja, ein schön. Ein einziges GD, das einen Zivilisten berühren kann, würde ausreichen. Das dürfen wir nicht zulassen. Du musst dich hier bitte weg. Um dieses GD kümmern. Was, ich kann hier nicht weg? Ja, fuck. Scheiße, was soll ich denn da jetzt nehmen? Warte mal. Was war das? Behälter Reparaturspray. Wo sind diese scheiß Granate? Ja. Alter, schnell weg hier, schnell weg hier. Alter. Kann ich da irgendwie da rauf, bitte? Scheiße, ich glaube, ich muss es wirklich töten, ne? Na toll. Das ist doch alles Kacke. Wo ist es? Komm. Ja, super. Ah, kommst du zu mir? Ah, ich hab so keinen Bock auf beschissenen Bosskampf. Okay, weg hier. Weg hier.
Komm jetzt! Scheiße, wie kriege ich denn jetzt mehr Blutgranaten? Blutbeutel, Bridges Energy. Na, das bringt mir alles nicht. Scheiße. An Werkzeughalter in der linken Hand liegen, benutzt. Je fester du RT drückst, desto weiter fliegt die Tastatur. Alter, schnell weg. Fuck, ich glaube, das hat nicht mehr getroffen. Blutgranate, da hinten. Die Dinger. Wie schön. Gerne automatisch, danke. Okay. Ja, weiter bitte, danke schön. Erst mal einsammeln. Unglaublich. Einfach unglaublich. Zum ersten Mal in der Geschichte hat ein Mensch ein GD besiegt. Wärst du kein Wiederkehrer, wäre das wohl unmöglich gewesen. Bei Kontakt mit deinen Flüssigkeiten besteht nicht nur kein Leeresturzrisiko, sondern man kann genauso, wie dein Car vom Strand abgestoßen wird, mit deinem Blut GDs aus unserer Welt vertreiben und auf die andere Seite zurückschicken. Du hast uns Hoffnung gegeben, Sam. Vielleicht gibt es doch noch eine Rettung. Darauf kannst du stolz sein. Amelie erwartet dich noch im Westen. Geh zu deinem Schiff. Es ist bereit. Bring diese Vorräte nach Lake Nord City. Wir fangen gerade erst an. Kann ich mit dem fahren? Nein. Und wo ist jetzt mein Freewheeler hin? Weh, der ist jetzt weg. Nee, da ist er. So, hallo. Willkommen, Sam Porter Bridges. Dankeschön. So, ich wollte ja eigentlich Strom hier aufladen. Wo... Hast du eine Aufladestation? Geht das bei dir? Oder? Geht das jetzt? Nee, ich glaube nicht. Müssen wir wohl rausfahren. Mal kurz schauen. Online-Brücke. Online-Generator. Ja, da hinten. Oh, einmal schneller bitte. Yes. Hier. Cool. Express bitte. So, Dreh. Das ist da hinten schon unser Bötchen. Was ist denn jetzt? Willst du auf diesem Schiff mitfahren, Sam? Sei dir bewusst, dass du alle noch nicht zugestellte Fracht zurücklassen musst. Ja, ja. Es wäre aber eine Schande, etwas Wichtiges aufzugeben. Gerade wenn... Mein Rat? Pack das Zeug in deinen privaten Spind in Port Nord City. Oder, falls du vorher noch etwas erledigen willst, kannst du deine Schiffsreise auch so lange aufschieben. Deine Entscheidung. Ja, ich will aufs Schiff. Ich hab doch eh jetzt nichts mehr
was ich da irgendwie abliefern muss. Snack? Du hast es geschafft. Ich bin hart im Nehmen, trotz meines Namens. Du hast das Arschloch auch gesehen, oder? Hicks, der Anführer einer Separatistengruppe. Sah aus, als würde er dieses GD kontrollieren. Sowas geht auf Stufe 7, vielleicht höher. Du weißt anscheinend viel über ihn. Wir haben zusammengearbeitet. Wir hatten sowas wie einen Vertrag. Geschäfte mit Terroristen? Na, Hauptsache Geld, was? Er war damals nicht so. Also was ist dein Ziel, hä? Willst du die Welt retten oder sie zerstören, so wie er? Ich wünschte, die Dinge wären anders, okay? Hier ist unser Taxi. Keine Sorge, ist noch ein Schuss. Komm schon, wir sind die einzige Fracht. Also ich hätte eigentlich schon gerne eine konkrete Antwort auf die Frage bezüglich zum Zerstören gehabt. Das war jetzt gerade ein bisschen sehr vage. Aber sowieso, die ganze Story wird immer mehr... What the fuck? Aber irgendwie cool. So, fortsetzen. Bitte, danke. Wir sollten morgen dort ankommen. Wie ich schon sagte, Sam, die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hör zu, ich muss dich um etwas bitten. Es hat mit diesem Arschloch zu tun. Hicks. Sam. Erinnerst du dich?
Es wird langsam Zeit, Sam. Bis du es mir gesagt hast, hatte ich keine Ahnung. Keine Ahnung, dass ich am Leben war. Es gibt keinen Unterschied zwischen Leben und Tod, wenn man ganz allein ist. Du bist warm. Ich will nicht nach Hause. Ich will nicht nach Hause. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Findest du nicht mehr nach Hause? Na komm, ich gehe den halben Weg mit. Und den Rest schaffst du alleine. Besser? Ich werde auf dich warten am Strand. Komm und finde mich. Wir haben hier sehr oft miteinander gespielt. Du hast mich hergebracht. Allein hätte ich das nicht geschafft. Solange du in einen Körper zurückkehren musst, kannst du nicht nach Belieben kommen und gehen. Also kommst du von hier nicht einfach in den Osten? Nicht, bis du uns wieder vereinigst, Sam. Ich werde auf dich warten, am Strand. Komm und finde mich. Also die Inszenierung ist halt schon ziemlich geil. Kann man echt nichts sagen. Bin mal gespannt, wie jetzt das neue Gebiet aussehen wird. Oh, da hätte es jetzt aber im Hintergrund laden können. Naja. Mich mal nicht so sehr beschweren. Geduckte Fortbewegung. Ja, das kennen wir ja schon. Zeitregen, tiefes Wasser, Mules, tiefersüchtig, Mule-Lager infiltrieren. Luft anhalten. Naja, nichts Neues. Komm, du schaffst es. 100%. Wie du schlafen kannst. Brauchst du eine Stärkung? Willkommen in Lake Knot City. Was? Nichts. Dann komm. Diese Fracht kommt aus Port Knot City mit Bestimmung Lake Knot. Die überlasse ich dir. Das Versandterminal ist da vorne. In der Zwischenzeit habe ich noch etwas zu erledigen. Wir sehen uns später. Ja, gut, ist ja nett, dass wir da so ein paar Päckchen kriegen und sie den größten Teil hat. Aber gut, sie hat auch Boot, ne?
Ja, dachte, es wird hier mal ein bisschen schöner aussehen. Achso, das ist jetzt mein ganzes Zeugs hier. Okay. Ja, komm. So, komm. Das hier auch noch. Ja, wird schon passen. Haben wir hier irgendwas? Nö, da hinten ist gleich schon mal der Weg vorbei. Ah, ein paar mehr Leute hier. Das wäre irgendwie cool. Oh, cool. Da ist Zeugs. Und verlorene Fracht. Wie praktisch, dass es gerade da liegt. Okay. Low Roar. Oh, nicht umfallen. Oh, da ist noch mehr. Soll ich das auch gerade mal mitnehmen? Na komm. Ich glaube, wir sollten... Halt. Ich wollte eigentlich Fracht verwalten. Fracht verwalten. Automatisch. Dankeschön. Benutzt. Ist das jetzt Müll oder wie? Abladen. Vorratstasche. Blutbeutel. Abladen. Gut. Nee. Zu bestätigen. Danke. Wo muss ich hin? Hey, nicht umfallen. Ist noch mehr verlorene Fracht da hinten. Warum liegt es hier alles rum? Komm. Gib her. Okay. Das sieht krass aus, was er da jetzt hat. Ich würde sagen, nochmal automatisch anordnen. Y automatisch. Dankeschön. Bestätigen. Und wir sollten kurz schauen, wo muss ich eigentlich hin? Oh, shit. Da muss ich jetzt ein bisschen laufen für das Ganze. Okay. Ich sehe aber, wir sind eh an der Zeit. Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Episode. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Und wir haben noch fleißig gebaut. Bin schon mal gespannt auf das neue Gebiet. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann wünsche ich euch eine gute Reise. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.